Ja, hallo. Heute geht es um meine wunderschöne MTMU 7. Es ist Baujahr 2017 und ich möchte euch gerne zeigen, was ich alles umgebaut habe. Ich werde den Umbau in zwei Kategorien gliedern. Einmal reine Optik und einmal, was ich für die Rennstrecke umgebaut habe. Die ist aktuell nicht vollständig aufgebaut. Es fehlen die Spiegel und das Heck, weil ich die in der letzten Saison 2020 nur auf der Rennstrecke gefahren bin. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Starten wir mit dem Windschild. Windschild ist original von Yamaha, also Originalzubehör. Hat mir vom Design am besten gefallen. Was nicht so cool ist, dass die Schrauben, die sind aus Plastik. Und die verliert man sehr leicht. Also ich habe jetzt auf der Rennstrecke schon zwei Schrauben verloren. Da muss man immer wieder kontrollieren, ob die Schrauben noch da sind oder ob man gegebenenfalls welche nachkaufen muss. Die Blinker und das Heck sind von Rizoma. Das sind die Rizoma Action Blinker. Die sind sehr schön. Die haben, sind aus Aluminium, haben Aluminiumgehäuse. Heck ist ein Universal. Zubehör. Für die Blinker braucht ihr so ein Relais, das gibt es bei Louis um 10 Euro. Bei mir sitzt das ungefähr hier unter der Seitenverkleidung. Ist ganz easy zu montieren, weil sonst blinken die Blinker zu schnell. Die Spiegel, die jetzt nicht montiert sind, sind diese. Die sind von Paracuda, die X-Vision. Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Was mir bei denen nicht so gut gefällt, ist, dass die sich sehr stark verfärben an der Halterung. Und dieser rote Streifen hier, der ist nur an zwei Schrauben hier rechts angeschraubt. Und zu Beginn hat dieses Plastikteil die ganze Zeit herangedotzt an den Spiegel. Und das hat irrsinnigen Lärm gemacht. Und jetzt musste ich da das Ende hier ankleben an den Spiegel. Also, gibt bestimmt bessere Spiegel als diese Barracuda-Spiegel. Aber aktuell fahre ich eh nur auf der Rennstrecke mit der MTMU 7, daher brauche ich keine Spiegel. Was ich an der Front noch gemacht habe, sind die Hebel. Das sind die Universalhebel von Fortrek. Klappbar in matt schwarz mit dem roten Einstellhebel. Gut ist, dass sie in matt sind. Also passt gut zur matten Lackierung der MTMU 7. Gibt stabilere Hebel, muss ich jetzt auch sagen. Ich hatte davor einen Hebel von LSL drauf. Die waren richtig schön, hatten eine richtig gute Verarbeitungsqualität. Leider habe ich sie dann auf der Kroatien Motorradtour einmal umgeworfen und dann ist mir der Hebel an der Sollbruchstelle abgerissen. Daher nur mal klappbare Hebel, weil so ein Hebel von LSL kostet dann noch ein bisschen was. Und wollte dann nicht noch mehr investieren, weil sie ist danach nochmal umgefallen. Daher jetzt klappbare Hebel. Was ich noch gemacht habe, ist mir die Komfortsitzbank bestellt. Die hat mir einfach besser gefallen, weil die da so rote Nähte hat und ist auch um einiges bequemer als die originale Sitzbank. Des Weiteren habe ich den originalen hinteren Fender durch einen Carbon-Fender ersetzt. Der ist von Carbon World in matt. Sieht richtig, richtig gut aus. Passt, finde ich, auch sehr gut zur matten MTMU 7. Also das Letzte, was ich gemacht habe für die Optik, ist der Auspuff. Der ist von Aero. Also ein Titanauspuff mit Carbon-Endkappe. Der Krümmel ist aus Edelstahl. Wir haben auch ein Vergleichsvideo auf unserem Kanal, wo wir originalen versus den Aero-Auspuff vergleichen, den Sound vergleichen und auch am Prüfstand sind mit dem Aero-Auspuff. Da musste ich leider ein paar PS einbußen, aber der Sound ist halt richtig, richtig geil. Das ist so ein schöner, bassiger Sound. Checkt einfach mal das Video aus. Für die Rennstrecke speziell habe ich mir andere Griffe montiert. Die sind von Rizoma, die Racing-Griffe. Ich hatte vorher die originalen Yamaha Heizgriffe drauf. Das ist fein für eine Tour, wenn man am Berg ist und man kann dann die Heizgriffe anmachen. Für die Rennstrecke sind nicht so geeignet. Vor allem, die waren bei mir auch falsch montiert. Die waren nur angeklebt und nicht richtig festgemacht am Lenker. Und dann ist es mir passiert, dass auf der Rennstrecke wollte ich Gas geben und es kam kein Gas.
Daher jetzt richtige Griffe, richtig montiert von Rizoma. Die sind auch richtig rau, also da hat man einen richtig guten Griff auch mit den Handschuhen auf der Rennstrecke. Die wohl größte Veränderung ist das Fahrwerk. Ich habe komplettes Öl ins Fahrwerk drin, vorne Carbridge, hinten Öl ins Federbein. Das Fahrwerk ist einfach nur, das ist richtig, richtig perfekt. Also es ist richtig, richtig gut. Das liegt in der Kurve wie ein Brett, das Motorrad. Ist sehr, sehr stabil. Man kann mit dem originalen Fahrwerk fahren. Auf der Landstraße ist es okay. Auf der Rennstrecke merkt man schon einen enormen Unterschied. Das originale Fahrwerk ist halt sehr, sehr instabil. Das Motorrad ist sehr, sehr hibbelig. Auch beim Anbremsen oder beim Reinbremsen in die Kurve. Es ist einfach, das Motorrad arbeitet irrsinnig viel. Mit dem neuen Fahrwerk ist es einfach viel stabiler, viel ruhiger. Man merkt einfach, was das Motorrad tut. Man kriegt ein viel besseres Feedback. Also Fahrwerkanpassung kann ich nur empfehlen bei der MT-Musik. Dann habe ich Tankpads. Das ist jetzt original Zubehör, Yamaha-Zubehör. Die sind jetzt nicht unbedingt für die Rennstrecke gedacht. Die sind zwar hübsch, aber im Nachhinein gesehen für die Rennstrecke würde ich mir vermutlich welche kaufen, die mehr Grip haben, die eine rauere Oberfläche haben oder so Noppen haben, damit man einfach auch einen besseren Grip hat und nicht einfach nur den Tank schützt vor Kratzern oder Beschädigungen, weil man auf der Rennstrecke, wenn man Hängen auffährt, ja doch immer wieder am Tank herumschubbert. Die funktionieren auch, weil die Silhouette der MT-07 halt auch für Hanging-Off-Fahren sehr gut gemacht ist. Also man kann sich da recht gut dran klammern und reinklemmen und benötigt nicht unbedingt den Grip hier am Tank. Daher sind die okay, aber für also wenn man nur Rennstrecke fahren möchte, dann eher was mit Grip, mit einer raueren Oberfläche. Dann habe ich noch die Evotech Schutzpads montiert. Also ich habe vorne und hinten den Slider, den hinteren kann man auch als Aufnahme für einen Montageständer verwenden und dann eben hier den großen Schutzpads am Rahmen. Die waren auch schon im Einsatz, haben sich bewährt, bin auf nasser Fahrbahn auf der Rennstrecke im Hinterrad weggerutscht in der Linkskurve. Dem Motorrad ist an sich nichts passiert, ein paar kleine Kratzer hier am Lenkerende und am Hebel. Nichts, was man nicht mit Edding retten könnte. Hier noch ein paar leichte Kratzer und der Schalthebel war leicht verbogen. Hab den aber direkt an der Rennstrecke dann wieder gerade gebogen und funktioniert wieder. Ist noch ein bisschen schief, aber man kann schalten. Und die Stutzpads, der hat halt ordentlich gelitten am Motor. Aber die haben wirklich, wirklich sehr gut funktioniert. Ich konnte dann auch weiterfahren, also so keine weiteren Beschädigungen am Motorrad. Dann habe ich die Sozius-Fußrasten abmontiert und diese Verblendungen oder diesen Ersatz von RaceFox montiert. Auf der anderen Seite ist dann auch noch so ein kleiner Bügel, wo man den Bremsflüssigkeitsbehälter mit montieren kann dabei. Die erfüllen ihren Zweck, finde ich, schaut auch das Heck, es sieht einfach besser aus ohne solches Fußrasten und man hat auch beim Gewicht eingespart, was ja bei der Rennstrecke immer von Vorteil ist. Weil wir gerade beim Gewicht sind, das letzte, was ich gemacht habe für die Rennstrecke, ist, ich habe die originale Batterie ausgetauscht durch eine Lithium-Ionen-Batterie, um auch da noch ein paar Kilo einzusparen. Das mal soweit jetzt alle Umbauten aufgrund also für Optik und Rennstrecke. Es wird von dem Video noch einen zweiten Teil geben, wo wir Stahlflexleitungen montieren werden. Und als zweites haben wir noch eine Fußrastenanlage von Gilles montieren, die ist voll einstellbar mit starren Fußrasten für die Rennstrecke, weil die Position von den originalen Fußrasten die ist sehr, sehr niedrig, das heißt man hat sehr wenig Bodenfreiheit und schleift sehr oft am Asphalt dann mit den Fußrasten. Meine sind auch schon gut angeschliffen und daher Fußrastenanlage, damit ich in Summe etwas höher komme und weiter nach hinten, um einfach sportlicher auf dem Motorrad zu sitzen und nicht so wie auf einem Tourenbike so ganz entspannt. Das waren so bisher die Umbauten bzw. unsere Pläne. Checkt dann auch das zweite Video ab. Wenn ihr Fragen habt zu den angebauten Teilen, gerne unten in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann. Ciao!